die Klimaanlage im Büro nicht mehr so stark kühlen lassen. 25 Grad sind ja auch auszuhalten. Die Heizungen kräftig runterdrehen, in öffentlichen Gebäuden und Büros, die Bürger für das Thema sensibilisieren. Das sind einige der Vorschläge, die die EU-Kommission den Mitgliedstaaten heute zum Energiesparen macht. Denn das sei dringend geboten. Russia is blackmailing us. Russland erpresst uns. Russland benutzt Energie als Waffe. Und darum, egal ob es eine partielle oder eine große Unterbrechung der russischen Gaslieferungen gibt, muss Europa bereit sein. Von der Leyen will die Länder wappnen für eine mögliche Gaskrise. Denn was morgen passiert, weiß niemand so genau. Die Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 sind dann beendet. Nach Angaben des Netzwerkbetreibers, der die Empfangsterminals der Pipeline in Mecklenburg-Vorpommern betreibt, sind erste Gaslieferungen auch schon angekündigt. Aber wie viel da kommt und für wie lange, ist unklar. Sollte Putin die Lieferungen doch stoppen, dann würde das Deutschland hart treffen, sagt die Energieexpertin Claudia Kempfert. Ein Grund zur Panik sei es nicht. Wenn wir gar kein Gas mehr aus Russland bekommen, bedeutet das, dass 40% der Gaslieferungen aktuell wegbrechen, Tendenz fallend, weil wir aus anderen Ländern schon mehr Gas beziehen. Gerade zum Winter kommen 4 flüssige, schwimmende Terminals in Deutschland dazu. Wir haben Kapazitäten in Holland, Belgien und Frankreich, über die wir auch Flüssiggas beziehen können. Das heißt, auf der Angebotsseite können wir mindestens davon die Hälfte abdecken. Um die andere Hälfte aufzufangen, müsse allerdings konsequent gespart werden. Auch die EU-Kommission ruft ihre Mitgliedstaaten heute dazu auf. Ihr Notfallplan sieht vor, dass alle Staaten möglichst freiwillig den Gasverbrauch drosseln, um mindestens 15% in der Zeit von August bis März. Als Ersatz sollen sie auf Kohle, Öl oder Atomkraft zurückgreifen. Versorgungspriorität haben private Haushalte, Krankenhäuser und wichtige Industrien wie Lebensmittelerzeuger. Reicht das alles nicht, kann die EU im Notfall eine Gasreduktion anordnen. Es geht nicht nur um die Länder, die besonders von russischem Gas abhängen, sondern um uns alle. Denn wenn einzelne Länder ohne Energie dastehen, dann haben wir alle einen gewaltigen Schaden für die ganze europäische Wirtschaft. Die EU-Kommission rief darum heute auch dazu auf, anderen Mitgliedstaaten im Notfall mit Gas auszuhelfen. Solidarität sei gefragt. Dem Notfallplan müssen nur noch alle 27 EU-Länder zustimmen. Ob sie das tun, ist allerdings nicht sicher. Wir haben da noch ein paar Fragen und können die jetzt auch stellen an den Kollegen Arndt Henze in Brüssel. In den Plänen taucht das Stichwort Solidarität auf. Die EU-Staaten sollen sich gegenseitig helfen, wenn es eng wird mit dem Gas. Aber was heißt denn das? Also bestraft das nicht diejenigen, die besonders viel gespart haben, also die freiwilligen Frieren? Naja, Deutschland wird zu den Staaten gehören, die auf diese Solidarität besonders angewiesen sein werden, weil wir eben doch ganz viel auf russisches Gas angewiesen sind. Wir werden mit Staaten dann zusammenarbeiten müssen, die sehr viel unabhängiger davon schon sind. Und die könnten da auch sagen, warum sollen wir uns denn tatsächlich da so reinhängen? Die EU-Kommission hat sehr deutlich gesagt, das ist eine Milchmädchenrechnung. Denn wenn tatsächlich der europäische Binnenmarkt in Turbulenzen gerät, dann wird das nicht die einzelnen Länder treffen, dann wird das alle treffen. Dann wird das auch Portugal ganz weit im Westen treffen oder eben Italien im Süden oder Griechenland im Südosten. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat auch noch mal ganz besonders an die Corona-Erfahrung erinnert, hat gesagt, als wir da zusammengestanden haben, da sind wir vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Und da hilft es vielleicht, dass Deutschland ja bei der Verteilung des EU-Impfstoffes sehr solidarisch war. Man hat ja in der Vergangenheit auch andere Erfahrungen mit Deutschland gemacht. Aber diese gute Erfahrung, die könnte sich jetzt in der Krise doch mal nutzvoll auswirken. In diesem Notfallplan ist ja viel von Freiwilligkeit die Rede. Was sagt der Einschätzer? Wie viel Freiwilligkeit ist da wirklich drin und wie viel Druck vielleicht auch? Also gefühlt war das Wort freiwillig tatsächlich in jedem dritten Satz heute in der Pressekonferenz zu hören. Dann wird man sofort misstrauisch. Natürlich gibt es 2 Daumenschrauben. Die erste Daumenschraube ist die ganz klare Ansage, wer die Ziele aus diesem Notfallplan nicht wirklich anpackt und auch einhält, also die 15% Reduzierung beim Gas schafft, der kann im Winter auch nicht kommen und sagen, jetzt brauchen wir die Hilfe von anderen, dann wird es mit der Solidarität eben nichts. Und das Zweite ist, wenn es auch sonst nicht klappt, wenn 1 oder 2 oder 3 Länder wirklich in eine Schieflage geraten, wenn es wirklich zum Notfall kommt, dann will die EU-Kommission ganz viel Macht an sich reißen, dann will sie auch in die nationalen Regierungen reinregieren und sagen, ihr müsst hier und hier und da möglicherweise Industrien schließen und
noch an anderen Stellen sparen. Ob das so kommt, dafür braucht es einen besonderen rechtlichen Rahmen, den will die Kommission. Da müssen dann die Regierungen zustimmen. Und ob da Länder möglicherweise noch Veto einlegen, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Warten wir es ab. Arndt Henze aus Brüssel. Vielen Dank.